hat gerade eben geklingelt, aber ist halt nicht so wichtig. So, genau, wir mussten die Galaxie zerstören. Komm, dreh dich. Vielen Dank. Jetzt müssen wir hier ganz cool runterspringen. Boom! Und die Zahnräder wechseln ihre Seite. Das Spiel erinnert mich irgendwie die ganze Zeit an Star Wars hier, so wie das Ganze hier aufgebaut ist. So. Muss schon zugeben, sieht wirklich schon fast so ähnlich aus. Hier fliegen Raketen. Auch von dem Ding hier. Na du? Ja, so. Kurz mal das Ding hier gleich ab. Also die meisten Roboter hier in dem Spiel haben irgendwie überall eine Schwäche. Also man kann die eigentlich von allen Seiten angreifen, die meisten, ohne dabei Schaden zu kassieren. Mal sehen. Wo ist jetzt überhaupt dieser Weg hinführt? Das sieht hier natürlich auch sehr vertrauenserweckend aus. Gut. Ach, Zwillingssitzung noch. Das ist auch toll. Wir sammeln erstmal hier munter unseren Schrott ein. Genau, genau. Ach, verdammt. Ich weiß, dass da noch Schrott liegt, aber den brauchen wir jetzt nicht. Das Schrott brauchen wir jetzt nicht. Den heißt jetzt den oder das Schrott? Egal. Ich bleib einfach bei das Schrott. Oder die Schrott? Nee. Der Schrott, der Schrott, der Schrott. Ach, Deutsch ist so schwer. Oh, na toll. Immerhin, wir konnten seinen gefährlichen Schüssen ausweichen. Ha, da ist jetzt nicht gerechnet, war. Oh, hättest einen Stoßdämpfer tragen sollen. Stoßstampfer. Damit der Schlag abgestoßen wird. Oder abgedämpft. Ach, so ein Witzbold. So. Jetzt dürfen wir erstmal den ganzen Weg wieder nach oben latschen. Naja. Oh, falsche Taste. Nicht richtig erwischt. Ja, das Spiel ist ein wenig kompliziert. Man muss es erst richtig verstehen und dann läuft alles wie geschmiert. Wenn man die Gefühle des Spiels versteht, dann versteht man auch den Inhalt. Und auch, wie man am besten hier runterfällt. Boom! Wo führt uns eigentlich dieser Weg dahin? Ja, Schrott einsammeln. Naja, gut. Auch eine gute Alternative. Das ist ja cool, wenn man hier raufspringt. Jetzt wippt es so ein bisschen. Ja, das habt ihr cool programmiert. Muss man schon sagen. Mir ist schon wieder untergefallen. So, wieder hier hochspringen. Natürlich sehr nervig. Zack. 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 So, hier geht es natürlich nicht mehr höher. Immer diese blöde Kamera. Kann ich denn? Bei der nächsten Aufnahme werde ich hier umlegen. So, wir springen nochmal einen kurz runter. Damit wir hier ganz intellektuell runterfallen können. Also langsam geht es hier wirklich auf den Geist, hier dauernd runterzufallen. So. Jetzt warten wir ganz lange ab. Jetzt. Genau, wunderbar. Wir sind drauf. Und werden von Raketen abgeschossen.
Aber die Raketen kann man nicht abwehren, ne? Ne, kann man nicht. Ha! Boom, boom, boom! Einmal Fresse polieren. Ich glaube, dieser Dampf ist für uns leicht tödlich. Ja, auch für die. Ja. Dieser Schrott tut ein weh. Dieser Dampf tut ein wenig weh. Wow, wow. Junge, entspann dich. Ja, diese Garantie wird er eh nicht mehr einlösen können. So, ich habe das Gefühl, wir laufen irgendwie viel zu weit. Ich will jetzt erstmal wieder auch ein bisschen Leben haben. Ach, da unten ist Leben. Cool, 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 cool. Ja, lass mich runter, lass mich runter, lass mich runter und lass mich runter. Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Großes Leben. Ja, wunderbar. Volles Leben wieder. Jetzt können wir der Welt zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Zack. Gut, das war jetzt die Abteilung. Hier schalten sich die Ventilatoren immer wieder ab und dann wieder an. Was natürlich auch sehr realistisch ist. Anstatt die gleich komplett anzulassen. So, die Dinger machen wir auch mal kurz kaputt. Auch wenn es keinen Sinn hat. Gucken wir mal hier, wo dieses lustige Laser uns gerade freundlich darauf hinweist, dass da hinten noch ein Bauteil liegt. Können wir da eigentlich nicht direkt hoch? Nee. Okay. So, na komm, 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 komm. Zack, zack. Zack. Was war das? Und hier ist sogar ein Bauteil. Mann, bin ich jetzt glücklich, dass wir jetzt hier entlang gegangen sind. Aber dieser Bauteil scheint sehr begehrt zu sein. Weil ich meine, wer baut bitte jetzt schön hier so viele Roboter, um so ein paar läppische Bauteile zu beschützen. Boom. Ja, jetzt versuche ich den in den Hintern. Und dir auch. Boom. Ah, ja. Wunderbar. Und der Laser geht aus. Doch nicht. Schade. Ich war schon kurz davor, mich zu freuen. So. Müssen wir erstmal gucken, wo müssen wir überhaupt hin wieder? Ach, hier. Okay. So. So. Komm, genau, hier hoch. Kurz warten, bis der Laser wieder aus ist. Genau, nochmal warten. Springen, springen, springen. Und weiter geht's. Ja, mach. Hau hier. Ja, hau daneben, hau daneben. Ich frag mich, was das hier für Wächter sind. Wer diese Leute hier eingestellt hat. Boah, der war ja. Und zu dem Typen, da wollen wir hin. Nur leider ist mir mal sein Name entfallen. Egal. Wir nennen ihn einfach Big Boss. Ja, das ist der perfekte Name für so einen. Der seine Fabrik wirklich sicher gebaut hat. Wirklich kann man sich nirgends verletzen. Na, ihr coolen Wachen. Wer ist jetzt dein Auslaufmodell? Boom, boom, boom. So, genau. Ach so, oh. Verdammt, verdammt.
fallen dauernd hier runter. Was soll denn das? Was soll das? So, dritter Versuch. Alle guten Dinge sind drei. Genau. Zack, zack. Na, vielen Dank. So. Ja, ah, verdammt. Schrauber war gerade so weit unten. Ah, bitte, wer baut sowas? Bewegliche Plattform in der Luft. Ich meine, da hätten die auch geil irgendwie einen Fahrstuhl bauen können, weil ich meine, das ist doch modern. Verdammt, schon wieder sind wir runtergefallen. Ah. Ja, vielleicht mag ja. Mögen wir das unten da. Gucken uns die Fabrik von unten an, damit wir wissen, wie sie von oben aussieht. Ah. Gut, ich weiß, dieser Satz hat jetzt irgendwie keinen Sinn. Deswegen fallen wir nochmal runter. So, nächster Versuch. Wunderbar. Aber inzwischen ist noch ein Roboter hier. Hm. Egal. So, nochmal, nochmal. Umdrehen. Umdrehen, genau. Und weiter und weiter. So, jetzt sind wir zumindest auf der Plattform. Das sind relativ viele Teile. Game over. Irgendwas für Teile. Keine Ahnung. Roboter nicht definierbar. So, hier scheint es weiter zu gehen. Ne, doch nicht. Hier gibt es nur ein Fass. Nur ein schönes altes Fass. So, und hier gibt es sowas Komisches. Also wieder so ein Teil zum Drehen. Mal gucken, was das diesmal macht. Erstmal leuchtet das wieder ganz schön. Und die Plattform fährt rüber. Ah, ist ja auch schon was Schönes. Ah, hier ist ein Shop. Das ist gut, das ist gut. So. Aha. EMP würde ich das einfach mal nennen. Aha, Schrottwerferstreuung. Aha. Aha, okay. Gut. Ja, toll. Beide kosten gleich viel. Achso, was? Was waren da gerade eben? Schrottwerfer. Aha. Ja, okay, also dann würde ich sagen, wir kaufen da. Ach nee. Hm. Puh. Huch. Ja. Weiß gar nicht, was soll ich denn kaufen? Ja, jetzt bin ich so ein bisschen überfragt. Ja, kaufen wir das hier. So. Speichern darauf hin, genau. Speichern. Genau.